Sure 5, Vers 101. O, die ihr glaubt, fragt nicht nach Dingen, die, wenn sie euch offengelegt werden, euch leid tun. Wenn ihr nach ihnen fragt, zu der Zeit, da der Koran offenbart wird, sie euch gewiss offengelegt werden, wo Allah sie übergangen hat. Und Allah ist allvergeben und nachsichtig. Und in einem Vers weiter, pass mal auf, wenn du den Koran die ganze Zeit in Frage stellst. Leute vor euch haben schon danach gefragt. Doch dann wurden sie ihretwegen ungläubig. Muslime, die weiterhin Fragen stellen und dann an einen Punkt gelangen, wo die sagen, was ist das für eine Religion, Mann? Ne, die haben dann sehr, sehr viele Dinge herausgefunden und dann konfrontieren die halt ihre Geistlichen und die Geistlichen haben keine Ahnung, können nicht antworten und dann fallen sie vom Glauben ab. Deswegen sagte auch Mohammed, dass Allah drei Dinge ganz besonders hasst. Und da sehen wir in Sahih al-Bukhari 5975. Und hier heißt es, ich lese ab hier, das könnt ihr selber für euch machen. The Prophet said, Allah has forbidden for you to be undutiful to your mothers, to withhold what you should give, or demand what you do not deserve, and to bury your daughters alive, and Allah has disliked that. You talk too much about others, dass ihr zu viel über andere fragt. Ask too many questions in religion, seht ihr? Ask too many questions in religion. Ja, es ist also verboten, zu viele Fragen zu stellen im Islam, weil der Mohammed, also Allah hasst sowas. Allah mag nicht, wenn du zu viele Fragen stellst. Stell dieses Buch bloß nicht in Frage, weil du kannst ja einige Dinge herausfinden. Dann merkst du, dass ich überhaupt nicht Gott bin. Ne? Weil wäre das authentisch und wäre der Gott des Islams ein wahrhaftiger Gott, würde er sagen, du kannst so viel fragen, wie du willst. Gar kein Problem. Wir haben auf alles eine Antwort. So wie die Muslime immer sagen. Ne? Aber Allah mag das nicht, wenn du zu viele Fragen stellst. Weil wenn du gute Fragen stellst, widerlegst du auf einmal den Islam. Und das kann andere auch noch zum Erschüttern bringen, ne? Dass ihr zum Beispiel den Islam dann verlässt.